Red Kitchen. Red Kitchen. Red Kitchen is hot. Hallo, schön, dass ihr wieder bei mir seid. Ich bin die Sonja und das ist meine Red Kitchen. Und heute möchte ich meine Jugend gern wieder aufleben lassen. Und zwar gab es in Bad Aibling, da bin ich aufgewachsen, eine Konditorei und da hat es die Käsesahnetorte gegeben, schlechthin. Und die will ich euch heute zeigen. Ich habe mir gestern schon ein Biskuit gebacken. Es ist wichtig, dass der richtig auskühlt für alle Sahne- und Cremetorten. Den habe ich mir aufgeschnitten, das ist jetzt das Oberteil. Und da habe ich dann mit einem Tortenring den unteren Teil schon umspannt, weil da machen wir uns ja die Käsesahne-Füllung rein. Dann bin ich auch schon in Vorleistung gegangen. Da habe ich Milch mit Zucker, einen Zitronenabrieb und 4 Eigelb habe ich erhitzt. Und dann kommt eine ausgedrückte Gelatine, die ich im kalten Wasser eingeweicht habe, wird dann aufgelöst drinnen und dann muss das wieder runterkühlen. Und wenn es dann schon so ein bisschen Konsistenz kriegt, dass es steif wird, dann kann man weitermachen. Hier habe ich einen Magerquark, den habe ich mir ausgedrückt in einem Küchentuch, dass die restliche überschüssige Molke rausgeht, dass das wirklich eine trockene Masse ist. Und dann braucht man natürlich für eine Käsesahne auch noch Sahne und die tue ich mir jetzt steif schlagen. So. Die Sahne ist jetzt steif und jetzt müssen wir das alles miteinander vermengen. Quark. Und die Sahne kommt rein und das muss ich jetzt gut vermischen. Das jetzt auf meinen Kuchenboden, auf meinen Biskuit. Es gibt ja auch Rezepte, da ist es dann mit einem Mürbteig. Aber meine Jugenderinnerung war halt ein Biskuitteig. So. Jetzt muss das natürlich noch steif werden. Das stelle ich jetzt in den Kühlschrank rein und dann, wenn das schon ein bisschen angezogen hat, also die Crememasse, kommt mein Deckel drauf und das wird dann nur noch mit Puderzucker bestäubt und wenn das richtig steif ist, dann kann man es essen und jetzt lassen wir mal meine Jugend wieder aufleben und die genauen Mengenangaben auf meiner Rezeptseite, damit ihr es wirklich auch so nachbacken könnt. Und bis zum nächsten Mal, eure jugendliche Sonja. Red Kitchen. Red Kitchen. Red Kitchen is hot. Red Kitchen. Red Kitchen. Red Kitchen is hot. Red Kitchen. Red Kitchen.